zusammen aufhören, auf dem zweiten Achtel, Hörner und Oboen, auf dem zweiten Achtel aufhören. Das hört man genau. Ja, da ist zu wenig dann da. Sie ziehen zuerst zu schnell und dann zum Schluss ist zu wenig da. Da hört man den Akkord ja nicht mehr. Hört man den Akkord nicht mehr. Du nochmal, bitte schön, dam tadim, dam tadim, dam tada. 32. Mit Auftakt, ja? Bitte schön. Und, Legato. Den Bogenwechsel darf man nicht hören. Also ich bin, was bin ich jetzt im Beruf? 62 Jahre ja. Habe ich, bin hier am Pult. Aber das war natürlich, hatte mit diesen Werken gar nichts zu tun. Ich war Operettenkapellmeister, sondern lange Jahre ja praktisch nur Opernkapellmeister. Meine ganze Tätigkeit in Köln viele Jahre bis nach dem Krieg war ja eine Operndirigententätigkeit. Und ich bin also praktisch wirklich mit diesen Dingen erst befasst worden oder sagen wir mal professionell befasst worden, wie ich in Köln dann nach dem Krieg genau Musikdirektor wurde. So! Immer die Tendenz in den ersten Geigen ein bisschen zu bremsen, wenn sie einsetzen. Die da, 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 anstatt einfach im Tempo weiterzuspielen. Die da, da, die da, 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 ja, da ist poco ritardando. Aber nicht vorher schon ritardando machen. Es sind so diese eingefahrenen Traditionsgeschichten. Komm, grüß nochmal, so war schön. Das ist ja auch eine komische Vorstellung. Sag mal, man spielt die Noten. Man spielt die Noten möglichst genau. Ja. Und dann ist das die Kunst. Ist es da? Das ist ja Quatsch. Nicht wahr? Also, dass man sagt, man spielt notengetreu. Es ist selbstverständlich, dass man eine halbe Note exakt von einer Viertelnote oder von einer Achtel oder Sechzehntel unterscheiden kann. Und dass man weiß, was ein Auftakt ist. Und dass man einen Auftakt an der Stelle im klassischen Sinn nicht betonen darf. Ich meine, dass man die Noten so spielt, wie sie da stehen, ist überhaupt die Voraussetzung, dass man dazu kommt, den Inhalt, der hinter den Noten steht, überhaupt erklären zu können. Erst müssen mal die Noten richtig gespielt haben. Nein, das ist eine Achtelnote. Nein, das ist keine Sechzehntelnote. Man kann nicht spielen. Ja, da, 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 kann man nicht spielen. Ja, da, 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 weg. Ja, da, 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 weg. Ja, da, da, da. Die Pause muss genau der Triole entsprechen. Nochmal gleich den Einsatz von den Streichern, ja, 199. 199. Die punktierte Achtelnote bitte nicht zurücknehmen. Bei der ersten. Eins. Jetzt. Ja, im Tempo und das Pianissimo, bitte, ja? Im Tempo, im Tempo. Keine privaten Schluchzer. Noch einmal, bitte schön. Eins und. Ich bin ja von meinem Herkommen her mit der symphonischen Musik relativ spät erst befasst worden. Nicht, dass ich früher auch schon als junger Mann studiert hätte für mich. Also ich meine rein, dass ich sie machen musste. Und ich bin also immerhin 5 Jahre, 6 Jahre auch viel mit Spieloper, mit Operetten und so weiter befasst worden. Und ich möchte mal so sagen, ich weiß schon, wie man dem Affen Zucker geben kann. Das weiß ich schon. Ich kann also doch Effekte zaubern, kann ich auch. Aber
Dann werden sie älter und älter und älter, nicht wahr? Und schämen sich immer mehr für solchen Quatsch, nicht? Um der Wahrheit auf die Spur zu kommen, der Wahrheit des Komponisten. Ja. Schämen sich immer mehr. Und dann kommen sie immer mehr dazu, alles Überflüssige, was also zu diesen Effekten dient, die vielleicht sogar sehr schön sein können, aber einen bewussten Effekt machen an der Stelle, eine bestimmte Wirkung, von der man weiß, dass sie wirkt, dass sie aber dann nicht so zu realisieren ist in der Reinheit, in der Keuschheit, wenn man das Wort ruhig mal heute benutzen darf, der Musik. Und dann merken Sie das. Und dann fragen Sie ja, woran liegt das? Woran liegt das? Und dann kommen Sie also immer mehr darauf, weglassen, weglassen. Der alte Backhaus hat mal zu mir gesagt, wir waren ja sehr befreundet. Die haben mal zu mir gesagt, wissen Sie, je älter ich werde, desto alberner kommt mir dieses Ritardando am Schluss eines Satzes vor. Solch größer schlagen möchte ich aber nicht. Möchte ich aber nicht. Komm, den Takt vor der Fermate, ja? Den Takt vor der Fermate. An! Auch da, jetzt schimpfen Sie nicht, auftaktisch spielt, nicht ta, ta, sondern pom, 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 pom. Ist menschlicher, finde ich, wie diese ta, ta, da. Noch einen Takt vor der Fermate, ja? Ich schlage die Fermate nicht aus, aber sie ist ein Takt und ein Viertel und ein Achtel. Und dann kommt eine Achtelpause, das ist ziemlich gedehnt, und dann geht es im Tempo weiter. Und das muss sofort wunderbar rührend klingen. Die dürfen nicht trocken sein, diese Pianissimo-Achtel. Ja? Komm, einen Takt vor der Fermate, bitte. Und Dolce, Dolce, nicht dreifaches Piano. Ja, dann, wenn Sie dann fragen, was ändert sich im Laufe der Zeit, das ist ein Prozess, der ja nicht nur die Musik anbetrifft. Also zum Beispiel mein Verhältnis in diesen späteren Lebensjahren zur Natur oder das Leben in der Natur, das Erleben wie ein Kornfeld, ein Weizenfeld wieder wächst und dann abgemäht wird und dann irgendwie der Wandel der Zeiten und der Pflanzen, das Leben mit den Tieren, deshalb fühle ich mich ja so glücklich in unserem kleinen Dorf in der Schweiz. Das habe ich in der Stärke früher als jüngerer Mensch so nicht empfunden. So geht es mir natürlich auch mit diesen Partituren. Ich kann immer noch stundenlang darin lesen. Es macht mich sehr glücklich, weil ich so ideal schön klingen höre. Und entdecke auch, ja, was entdeckt man da Neues? Was entdeckt man da Neues? Man kontrolliert sich selbst und kommt immer mehr dazu, alles Überflüssige wegzuwerfen. Dass sie so ganz fest sich gespielt haben, so fest. Jam, da-da-dam, ba-dim, ba-da-dam, ba-dim. Das federt überhaupt nicht. Es ist so streng, so streng. Also die heiteren Empfindungen erwachen da bei mir nicht. Nicht. Bringen Sie mich mal ein bisschen zum Positiven. Alle große Kunst, finde ich, hat schon einen Hintergrund, der über das rein musikalische hinausgeht, das glaube ich schon, also einen humanistischen oder religiösen Hintergrund oder was weiß ich, und auch die Darstellung von Natur und unpersönlicher Ordnung, das ist so mein Anliegen.
wo das Menschliche sich dann, das Persönliche, so schön es auch sein mag oder so liebevoll und so erhaben es auch sein mag, nicht mehr präsentiert. Ja, zu spät. Ja, wenn es auseinandergeht, dann gucken Sie. Wenn es auch auseinandergeht, bei dem Diminuendo. Crescendo und Diminuendo hat mit Tempowechsel überhaupt nichts zu tun. Bertha, wo wir gerade waren. Bitte schön, ja? Die Sympathiewerte der einzelnen Musiker dem Dirigenten gegenüber sind natürlich verschieden. Ja. Sie haben welche, die ziehen sofort mit Ihnen an einem Strang da. Das stimmt, das so. So muss, kann gar nicht anders sein. So, nicht? Und das bezieht sich nicht auf jung oder alt. Das haben Sie durch alle Altersstufen, haben Sie das. Und dann haben Sie welche natürlich auch, die von vornherein nicht nur ein Brett vom Kopf haben, sondern auch eins haben wollen. Das ist natürlich noch peinlicher, nicht wahr? Die wollen einfach das nicht. Warum nicht? Ja, warum, das kann ich Ihnen nicht erklären. Das sind menschliche Dinge, was weiß ich. Was ich so lange so gemacht habe, ja. Das soll auf einmal falsch sein? Nein, das kann mir keiner erzählen. Oder so. Mhm. Deshalb meine ich ja. Das sind so menschliche Dinge. Ja, und weil ich das spüre, weil ich das weiß und auch Verständnis dafür habe, kann ich darauf gar nicht mal böse sein. Ich kann vielleicht mal einen Koller kriegen, weil ich es nicht vermitteln kann im Moment, nicht wahr? So. Aber das dauert keine Minute bei mir und dann ist schon wieder gut, nicht? Und das wissen die, ja, die auch. Ja. Und so gewinnt man selbst die Widerstrebenden doch auf die Dauer.